Und rechts steht Thomas Ruff, Doppelpunkt. Ja. Auch wieder ein bisschen so durchradiert, dass man es nicht ohne weiteres sofort erkennen kann. Nur die Leute, die sich die Mühe machen, da mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und auch die, die vielleicht in der Ausstellung waren. Ich war nämlich in der Ausstellung, ne? Das grüne Band da, habe ich als Ehrenband sozusagen noch mit mir rumgeschleppt. Ich habe übrigens mal versucht, das durchzuschneiden. Geht mit der linken Hand, mit meinen Scheren nicht. Die sind nicht scharf genug. Und dann habe ich die günstige Gelegenheit ergriffen und eben die Weigerung der Scheren, dieses Band durchzuschneiden, als Aufforderung und Wink des Himmels sozusagen genommen, um es dran zu lassen. Ne? Also, Thomas Ruff, Doppelpunkt. Na, Fickbilder. Der hat auch eine Serie. Es sind so knapp 10 Serien, die da. Hast du die Ausstellung schon gesehen? Nee, aber ich kenne die Arbeit. Okay. Naja. Kennst die Arbeit. Naja. Eins davon war auch mal im Malkasten ausgestellt. Mhm. Ja, das kenne ich noch ganz gut. Ne? Da haben die Leute sich alle gewundert, was das denn soll. Ne? Also es ist schon so ungefähr erkennbar, was das sein könnte. Es ist einfach ein Akt, ne? So ein weiblicher Akt. Mhm. Eher von hinten, also nicht so super pornografisch. Ne? Unscharf. Unscharf auch, ne? Mhm. Aber das ist von dem Ruf ja auch ein bisschen gewohnt, dass das schon mal etwas unscharf ist. Ja, wobei die Unschärfe, beim Ruf weiß man ja nie so ganz genau von vornherein, welche Funktion sowas hat. Ne? Also unscharf, ne, das ist erstmal multi-interpretabel. Rettabel. ja, so. Ist gut für Leute, auch für den Konsumenten, ne? Er hat genügend Futter, um sich da Gedanken zu machen. Und es ist nicht so völlig leer, dass es aussichtslos wäre, da sich Gedanken zu machen, dass man da nur im Leeren tappt, im Nirgendwo tapsen würde. Ne? Dann kommt hier Thomas Ruff und hier das halb ausradierte Fickbilder.